Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine Folge hier. Mache es ein Idel Village. Also kurzer Blick nochmal hier im Teich. Ob noch ein Fisch bin. Ich habe hier keinen weiter gefunden. Bin ja recht geduldig. Aber wenn absolut keiner zu sehen ist. Da ist nur einer. Dann wird noch ein weiterer sein, oder? Na, jetzt nicht mehr. Zwei Stück erledigt. Doch noch gefunden. Ich hatte aber nicht vorher gesucht, also noch, ich hatte vorhin kurz gesucht. Und eigentlich gesagt, Mensch, wenn du jetzt keinen findest. Oh. Und das können wir nicht nehmen. Kommst denn du denn hier? So. Drei. Da kommen wir jetzt her. Jetzt ziehen wir weiter. Schauen wir mal. Ob wir hier irgendwas noch entdecken können. Das war hier der Ort, wo wir anfangs waren mit dem Boot. Den Schatz haben wir nun gefunden. Der da unten ist jetzt. Und da wird es hier auch nicht weitergehen, denke ich mal. Wurde hier noch alles noch schön? Ja, begehbar, keine Ahnung. Suchen. Ach, hier ist mein Boot und den toten Fischer. Kennen wir schon. Tja. Also aufgeräumt haben wir den Ort nicht vorher, wo sie geflutet wurde. Gut. Liegt da oben noch mein Gold? Mein Lee. Komme ja auch nicht hoch, ne? Er ist weg. Oder es wurde uns gut geschrieben, keine Ahnung. Ja, am Ort. Da war das Huhn. Da ist noch ein Schatz. Schau mal. Jetzt irgendwo hinkommen. Da gehen wir jetzt nicht mehr hoch, da waren wir schon. Ist ja ein Labyrinth hier. Sogar die Jacke zusammengewachsen. Mal schauen, wo wir ankommen. Sehr, sehr tief gewesen sein. Wand. Eine Schaufel. Treppe. Mühle. Können wir gleich mal speichern, ne?
Puppenwerkstatt. War kein Platz mehr? Nö, dann müssen wir von vorne anfangen. Wir gehen nur wieder auf 1. Na? Gut. Habe erstmal gespeichert. Und hier war das mit dem Wild, also Schwein. Das Rätsel noch nicht gelöst, ne? Nein. Keine Kugel. Oft ist ja hier irgendwo in der Nähe normalerweise. Das war da. Aber wo könnte die Kugel sein? Keine Kugel gefunden. Das Aufzug, das war eher ja gut runter, ne? Aber hier war es da. Da geht's zurück und da geht's. Woanders hin? Glaub schon. Oder zum Dorf. Da geht's zum Dorf. Das ist ein Dorf, wollen wir nicht machen. Ah, ja gut, da sind wir da lang gekommen. Da sind wir reingegangen. Und hier wollte ich mal rein. Und das haben wir hier, die Bodenkugel nicht. Wobel. Okay. Was, dass ich alles mit sich schleppt, ne? Na, die bist sicher. Gleich mal erledigt. Schleppt mal viel Geld mit sich rum. Na dann. Haben wir den Weg. Juckt die Nase. Bin ich nicht alleine. Kugel mehr, Jungfrau. Aha. Kugel gefunden. Gehen wir ins Haus, ne? 4 Schuss.
fürchte, wenn die alleine sind. Nicht nur die da oben, sondern innen drin noch welche. Ja, oder so eine Erde ist. Oh. Scharfschutzmunition. Muss ein Jäger gewesen sein. Oh, kurze Pause. Pause, Pause. Unterbrechung. Jo, weiter geht's. Oh, was ist denn hier für ein geiler Haufen? Tiere. Da ist ein Schatz. Das Labor haben wir hier. Diese Mistviecher. Das mache ich keine Absicht. Mal stehen. Noch nicht fertig. So schwer Luft der Bursche. Ne. Der Bums. Ja, mal nachladen, sicher, sicher. Mal sauber suchen hier. Wie schön. Untersuchen. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kadu machen. Das ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Kadu gemacht. Aber die sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rücken gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt.
und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen. Deswegen habe ich es in den Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Das ist ungünstig. Oh, eine Wolfsbane, eine. Die hat Bums. Aber wir werden mal trotzdem auf der 3 bleiben. Und nachladen. Das haben wir untersucht. Also mit den Reparaturen und Aufräumen haben sie nicht groß gehabt. Mikroskop, Spritze, all mögliche Zeug. Jo. Ja gut, da war drinnen gewesen, ne? Also von daher. Irgendwas viel Großes und Schwieriges gewesen. Gerne auf Dach gehen. Den Schatz haben wir, okay. Etwas Gebäude haben durchsucht. Irgendwas war hier gewesen. Komm, mach zu. Das Fenster gucken. Besser, wenn er hier vorne kommen würde. Dann könnte man ihn besser. Obwohl. Ein Wolf kommt hier auch rein. Ungünstig, das garantiert. Ja, oh. Ich höre ihn aber. Ah, da ist er. Erledigen, bevor ich überhaupt. Ah, geht noch gut. Wäre ganz gut, wenn wir den vorher umnieten, bevor wir draußen mit der Reihe rauf müssen. Also, ist ja Shit. Und der ist zu schnell. Komm, Miezekatze, komm raus. Großer Wuffi. Kann er pfeifen irgendwie? Könnte man eine Mine legen hier vorne? Ja, das wäre eine Option, ne? Also. Ungünstig, ne? Ich finde es auch. Das ist ein bisschen dicht. So, und da hinten ungefähr. Mal. Da so ungefähr. So. Die
Tür geht innen auf. Wie unpraktisch. Ja, Messer wird nix. Ist sie? Das lief doch gerade hier vorhin. War da nicht eingesperrt? Gut. Das für ein Riesenteil. Das passt doch gerade nicht in mein Gepäck. Wo war der vorher gewesen? Das sind alles, keine Ahnung, Huftiere. Köpfe haben die keine mehr, ne? Teilweise so wie Pferde eigentlich normalerweise, teilweise. Schwanz wie ein Schwein. So. Da geht's nicht weiter. War ein Huhn noch. Aber da kommen wir nicht mehr hin. Na, da geht's. Hier ist noch ein Brunnen. Oh. Nur was zu holen. Ja, kann man es kaufen. Kurbel nicht. Brunnenkurbel. Wie von Geisteshand. Ein Blendgeschoss. Oh, drei. Gut. Das hätten wir auch. Jetzt gut raten mit der letzten Folge, letzten Unterbrechung. Weiß ich nicht genau Zeit. Da sind wir gewesen. Müssen wir gucken. Die Mühle hier so leer macht. Das Rätsel machen wir noch, ne? Das ist die Kugel. Kurbel, Fakon, Brunnenkugel, Schatzkarte, Meerjungfrau, Kugel. Das gut geht. Bisher jetzt ja. Bisher ja, aber wie gesagt. So hier. Noch geht's ganz einfach, ne?
Oh. Gut, die Stelle muss ich merken. Gut, das ist keine Variable. Oh, es kann schon sein, sowas gibt, ne? Also Variable heißt, dass woanders die Probleme auftreten würden, ne? Muss man die Geschwindigkeit rausnehmen, damit man ein bisschen besser kalkulieren können. Ach, hier, da, ach, nächste. Auch da hätten wir, ah ja gut, okay. Sieht man ja auch so spät, ne? Und daher. Das jetzt so leicht ankippen und dann wieder schräg halten. Dass es schön an der Wand bleibt. So, das hätten wir erstmal. Bist du denn? Ich drehe nach links. Wir drehen nach, keine Ahnung. Sehe die Kugel nicht. Nein, Kugel nach links drehen. Ist ein bisschen schwierig. So. Hier vorne ist ja fast am Ziel, ne? Ein bisschen früh freuen. Hellgrüner Schädel, wie schön. Und damit haben wir auch die heutige Folge auch fertig. Sag mal tschüss, ciao. Oh, schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Morgen geht es hier weiter bei Resident Evil Village und wir schauen weiter, wie es weiterkommt. Ne? Tschüss.